Liebe Genossinnen und Genossen, Mahlzeit darf man auch schon sagen. Stimmt, ja. Manchmal wird man zu spät wach, dann bestraft einen das Leben. In diesem Fall ist es so. Liebe Genossinnen und Genossen, ich rede hier heute als Landeswahlkampfleiter zu euch. Und zwar habe ich die Aufgabe, einen Antrag an den Landesparteitag einzubringen, der sich mit der Vorbereitung der Bundestagswahlen beschäftigt. Der eine oder andere wird, als er die Tagesordnung gelesen hat, gedacht haben, naja, ist das nicht ein bisschen früh und zeitig, sich jetzt schon mit den Bundestagswahlen zu beschäftigen? Und ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, nein, es ist genau der richtige Zeitpunkt, sich jetzt damit zu beschäftigen, weil diese Bundestagswahlen werden am kommenden Wochenende mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und nicht zuletzt in Sachsen-Anhalt eröffnet. Diese Landtagswahlen werden keine lokalen Ereignisse sein, sondern sie werden wahrscheinlich eine historische Zäsur in der Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland einleiten. Wir werden es möglicherweise damit zu tun haben, dass die Grünen die CDU in Baden-Württemberg als stärkste Partei überholen. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. Und auch in Sachsen-Anhalt werden wir leider wahrscheinlich ein historisches Ereignis haben, nämlich eine aus meiner Sicht nicht rechtspopulistische, sondern in Teilen schon rechtsextremistische Partei mit ca. 20% im Landtag. Das kennzeichnet eine Situation, die deutlich macht, wir haben es nicht mehr, ich sage jetzt mal, mit den Zeiten zu tun, die letzten 25 Jahre seit der deutschen Einheit gekennzeichnet haben, sondern Deutschland steht politisch vor einer Zäsur, steht vor einer Veränderung, die alle Parteien gleichermaßen beschäftigt und alle Parteien gleichermaßen herausfordert. Und nicht allen Parteien wird es gelingen, in dieser Zäsur tatsächlich das Format zu entwickeln, um tatsächlich auch bei den Wählerinnen und Wählern standzuhalten. Das zeichnet sich schon jetzt ab. Wenn die CDU in Baden-Württemberg die Mehrheit verliert, dann unter anderem deswegen, weil sich ein Winfried Kretschmann hinstellt und für Angela Merkel betet, was jetzt einem Katholiken erlaubt sein sollte. Aber die Botschaft, die sich dahinter verbirgt, ist, dass wir es mit einer Verschiebung in der Wählerschaft der Bundesrepublik Deutschland zu tun haben. Und diese Verschiebung, die dort stattfindet, ist eine, die bestimmt wird, nicht mehr von der Agenda 2010, nicht mehr von der Auseinandersetzung um die Veränderung des Sozialstaates, sondern in allererster Linie von den Globalisierungsprozessen und davon, dass diese Globalisierungsprozesse in der Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union angekommen sind. Sie bestimmen inzwischen unseren Alltag. Und die Frage ist, ob wir als Parteien in diesem Alltag Bestand haben, ob wir da noch die richtigen Antworten für die Wählerinnen und Wähler haben oder ob wir diese Antworten nicht haben. Und diese Prozesse lösen Angst aus. Und genau das ist das, worauf die AfD reitet, womit sie erfolgreich ist. Und ich sage euch, liebe Genossinnen und Genossen, es kann nicht unser Weg sein, ebenfalls auf diesen Ängsten zu reiten, sondern wir müssen in dieser Situation herauskriegen, wer sind jetzt unsere Wählerinnen und Wähler, wessen Interessen vertreten wir jetzt, wie ist die soziale Frage jetzt und in den kommenden Jahren durch eine linke, durch eine moderne linke Partei in Deutschland zu beantworten. Diese Fragen müssen wir in den kommenden Monaten intensiv miteinander diskutieren und deswegen stehen sie auch zu einem großen Teil in diesem Antrag und sind Gegenstand unserer gemeinsamen Vorbereitung auf diesen Bundestagswahlkampf, der nicht sein wird wie die letzten Bundestagswahlkämpfe, sondern er wird ein anderer sein, er wird intensiver sein. Und es ist nicht klar, wie er ausgeht. Es ist nicht so, dass jetzt schon feststeht, dass Angela Merkel die nächste Bundeskanzlerin sein wird, sondern hier ist sehr viel Bewegung unterwegs. Und die Linke hat einiges zu tun, um in dieser Situation tatsächlich ihren Stand zu behalten. Uns wird der Wind ins Gesicht wehen. Er wird uns nicht schieben. Das ist klar, die Position, die wir in der Flüchtlingspolitik vertreten, die Position, die wir für Umverteilung vertreten, die Position, die wir für internationale Solidarität vertreten, sind nicht per se mehrheitsfähig in diesem Land. Und sie sind auch nicht per se mehrheitsfähig bei denen, die uns bisher gewählt haben. Es wird eine große Aufgabe sein, das, was hier Christian schon gesagt hat, nämlich zu vermitteln, dass wir sowohl für die Flüchtlinge da sind, als auch für die wir schon immer solidarisch in dieser Gesellschaft eingetreten sind und dass beide Gruppen das gleiche Problem haben. Beide Gruppen haben das gleiche Problem. Sie haben das Problem, dass der Reichtum in dieser Welt ungerecht verteilt ist und dass er gerecht verteilt werden müsste, damit sowohl die Probleme der flüchtenden Menschen als auch der hier sozial nicht besser gestellten Menschen entsprechend berücksichtigt werden können. Das ist unsere Aufgabe.
die müssen wir lösen. Und dazu gehört zunächst erstmal, dass wenn wir einen solchen Antrag hier heute verabschieden, uns über diese Situation verständigen müssen. Wir brauchen in der Partei, in der Gesellschaft mit unseren Wählerinnen und Wählern ein Gespräch darüber, dass diese Welt tatsächlich im Wandel ist und dass es, wenn die Welt im Wandel ist, keinen Sinn macht, sich hinzustellen und zu sagen, wir möchten gerne, dass sie so bleibt, wie sie ist. Und Besitzstandswahrung ist unser wichtigstes Anliegen. Wir werden den Besitzstand in dieser Welt und in Deutschland und auch in Brandenburg nicht wahren, wenn wir uns diesen Wechsel, diesen Wandel, dieser Globalisierung nicht stellen. Wir müssen bereit sein zu Veränderungen. Allerdings müssen wir für sozial gerechte Veränderungen in diesem Land, in Europa und in der Welt eintreten. Dann können wir auch Erfolg haben. Liebe Genossinnen und Genossen, und dann gibt es weitere Ängste, die resultieren aus dieser Situation, die resultieren aus Krieg, Terror, Flucht und Vertreibung. Und es ist völlig richtig, wir sind in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland immer wieder als Friedenspartei angetreten und Christian hat leider recht, wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind, die tatsächlich noch im Deutschen Bundestag konsequent für Frieden, für Abrüstung und gegen Waffenexporte kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist etwas, woran wir positiv anknüpfen können, weil immer mehr Menschen verstehen, dass der Einsatz von Militär die Krisen in dieser Welt nicht befriedet, sondern sie immer mehr vertieft. Ich hatte gestern eine sehr interessante Diskussion mit Dirk Hohmeier in meinem Wahlkreis in Fürstenwalde vor 80 Gymnasiasten. Und da hat der Kollege Hohmeier in einem sehr fairen Ton, das muss man ihn lassen, sehr deutlich gemacht, dass er es für richtig hält, dass die Bundeswehr weltweit im Einsatz ist. Und ich habe ihm die Gegenfrage gestellt, lieber Kollege Hohmeier, was hat uns denn das bisher gebracht? Ist denn die Welt sicherer geworden? Ist denn der Terror zurückgegangen? Gibt es denn weniger Waffen in der Welt als vorher? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Welt ist unsicherer geworden. Wir leben in einer Welt, in der die Kriege und die Krisen sich gegenseitig eskalieren. Und es wird keinen Weg aus diesen Kriegen und aus diesen Krisen geben, wenn es uns nicht gelingt, die Waffenexporte einzuschränken, wenn es uns nicht gelingt, das Geschäft mit dem Krieg zu unterbinden. Nur wenn uns das gelingt, gelingt es uns auch, Syrien zu befrieden, den IS zu bekämpfen. Und das ist etwas, was wir als Linke sehr glaubwürdig tun können und in diesem Bundestagswahlkampf auch machen. Kirsten hat es gesagt, wir treten im Bundestag entschieden gegen Waffenexporte ein. Jan van Aken ist da ganz sicherlich eines unserer prominentesten Mitglieder in der Bundestagsfraktion, der das ja erfolgreich macht. Die Realität nur, liebe Genossinnen und Genossen, ist, dass die Waffenexporte in diesem Land jährlich wachsen. Wir haben Rekordumsätze an deutschen Waffen, unter anderem mit Waffenhandel mit Saudi-Arabien und Katar. Und gleichzeitig wird behauptet, wir würden unsere Waffenkontrollgesetze einhalten. Saudi-Arabien ist im Krieg mit dem Jemen. In ein Land, das im Krieg steht, verkaufen wir unter anderem Patrouillenboote, Kleinfeuerwaffen und andere Rüstungsgüter. Das ist indirekte Beteiligung an Kriegen und das muss endlich aufhören. Und das ist auch eine Botschaft, die wir in diesen Bundestagswahlkämpfen aussenden müssen. Und ich glaube, dass wir dann auch Erfolg haben. Liebe Genossinnen und Genossen, ein weiterer Teil dieses Antrags besteht in einer Charakterisierung der Situation unserer Partei im Linken, im Bund und in Brandenburg. Und da muss man ganz klar sagen, auch hier stehen wir vor neuen Herausforderungen. Wir werden, und das steht hier so wörtlich drin, 2017 Wählerinnen und Wähler haben, die 1999 geboren sind. Wir haben es mit einem massiven Generationswechsel zu tun, auch in unserer Wählerschaft. Und mein Eindruck ist, und es gibt Befragungen unter anderem von Infratest DIMAP, dass linke Politik unter jungen Wählerinnen und Wählern in diesem Land durchaus sehr populär sein kann. In den letzten Befragungen hatten wir hier zwischen um die 26% bei den 16- bis 25-Jährigen. Liebe Genossinnen und Genossen, das hatten wir noch nie. Das hatten wir noch nie seit 1990. Das heißt, wir haben eine echte Chance, junge Wählerinnen und Wähler mit linker Politik anzusprechen. Und wir haben natürlich in diesem Zusammenhang auch die Chance, aus dieser Partei eine junge Partei zu machen. Wenn ich mir heute den Saal so angucke, sage ich jetzt mal, sind wir da auf einem guten Weg.
Und es geht jetzt darum, diesen guten Weg nicht nur in der Partei weiterzugehen, sondern tatsächlich an Jugendliche, an junge Menschen heranzutreten, sie für unsere Politik zu begeistern bzw. deutlich zu machen, dass die Politik, die sie sowieso vertreten, die Politik ist, die auch wir vertreten und dass wir deswegen zusammengehören. Das wird nicht nur mit den traditionellen Mitteln gehen. Das wird nicht nur mit den traditionellen Mitteln gehen, sondern, liebe Genossinnen und Genossen, wir leben im digitalen Zeitalter. Ich weiß, manchen von uns fällt das schwer. Das war ich jetzt nicht. Doch, offensichtlich. Also das Redepult ist etwas sensibel, deswegen darf man hier nicht raufhauen. Entschuldigung. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir aber im digitalen Zeitalter sind, dann müssen wir natürlich unsere Arbeit auch allmählich noch stärker darauf ausrichten, als wir das bisher schon getan haben. Ich nähere mich den 60, ich gebe zu, mir fällt das schwer. Jüngeren Menschen ist das etwas Selbstverständliches. Und wenn wir also an dieser Stelle keine Angebote unterbreiten, wird es uns trotz politischer Übereinstimmung schwerfallen, junge Menschen davon zu überzeugen, dass es auch Spaß machen kann, in dieser Partei aktiv zu werden. Deswegen, ja, danke, dass da junge Menschen klatschen. Das Problem haben wir also offensichtlich richtig erkannt. Liebe Genossinnen und Genossen, nun müssen wir es noch ändern. Wir müssen es bewegen, wir müssen daran arbeiten, hier besser zu werden. Und ein letzter Punkt, den ich vielleicht noch in diesem Zusammenhang nennen möchte, der hier in diesem Antrag relativ ausführlich beschrieben ist. Das ist der Punkt, was wir auf gar keinen Fall falsch machen dürfen. Der ist hier positiv formuliert und der Punkt lautet, was sind die Traditionen, auf die wir uns berufen und was haben wir aus der Geschichte gelernt? Der steht auf Seite 10 eures Antragshefts, ich will ihn euch jetzt nicht vorlesen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, was uns am meisten schaden würde, wäre, wenn wir in einer Situation, wo dieses Land um seine demokratische Verfasstheit ernsthaft kämpft, wo die Demokratie in Europa in einzelnen Ländern durchaus in Gefahr ist und darüber hinaus erst recht, dürfen wir keinen Zweifel daran lassen, was wir aus der Geschichte gelernt haben. Wir sind eine Partei, die aus der Arbeiterbewegung kommt. Wir sind eine Bewegung, die aus der Frauenbewegung kommt. Wir sind eine Partei, die aus der Friedensbewegung kommt. Wir haben aber auch schon oft genug Dinge gemacht, die dem entgegenstanden. Das sollten wir nicht wieder tun. Wir sind eine Partei, die gelernt hat aus der Geschichte. Wir sind eine Partei, die dafür steht, dieses Land demokratisch zu verändern. Das heißt auch, wir dürfen uns nicht mit Menschen gemein machen, die für das Gegenteil von dem stehen. Egal, ob in Deutschland oder anderswo in der Welt eine demokratische Partei hat für Diktatoren und autoritäre Herrscher keine Solidarität übrig. Und, liebe Genossinnen und Genossen, die Linke ist antifaschistisch. Das wird etwas sein, was uns in den nächsten Monaten und Jahren besonders fordert und in Ostdeutschland ganz besonders, da dürfen wir kein Geheimnis draus machen. Hier wird die Auseinandersetzung mit der AfD, aber auch mit den anderen rechtsextremen Parteien eine sein, die eine andere Qualität haben wird als die mit der NPD oder der DVU in der Vergangenheit, weil wir diese Auseinandersetzung tatsächlich in einer Zeit führen müssen, in der es sehr viel Ängste gibt, die sich sehr viel besser instrumentalisieren lassen als in einer Zeit wachsenden Wohlstandes. Ein letzter Punkt, der dann hier in diesem Antrag ausgeführt ist, dass wir das alles vorbereiten müssen. Wir haben damit angefangen. Das Landeswahlbüro hat sich vergangene Woche konstituiert. Ich bitte alle Kreise, die noch keine Kreiswahlkampfleiter bestimmt haben, das jetzt nachzuholen. Wir brauchen einen organisatorischen Vorlauf. Wir werden noch in diesem Jahr die Direktkandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmen. Wir werden auch die Nominierungsveranstaltung, die Listenaufstellung noch in diesem Jahr haben. Das heißt, wir wollen in diesem Jahr die Personalfragen klären und zu Ende bringen. Das ist auch gut so, weil wir im kommenden Jahr die Zeit brauchen werden, um die programmatisch-inhaltlichen Fragen, aber auch die organisatorischen Fragen anzugehen, damit wir letztlich in einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf eintreten können im kommenden Jahr. Und ich sage jetzt mal, die 22,4, die hier im Antrag stehen, das sind unser Mindestziel. Ich erlaube es dem ND auch etwas
draufzuschlagen und etwas mehr zu sagen. Weil am Ende zählt jede Stimme. Sie zählt nicht nur für unsere Partei, sie zählt für diese Gesellschaft. Wir müssen sie auch unter diesen schwieriger werdenden Bedingungen weiter positiv verändern. Wir müssen stärker werden. Wir müssen möglicherweise auch eine Aufgabe übernehmen, die uns nicht unbedingt in die Geburtsurkunde geschrieben worden ist, aber so wie die SPD im Moment aussieht, wird es uns auch zufallen, an dieser Stelle durchaus weitere Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen. Und das sollten wir dann auch machen. Und das können wir nur tun, wenn wir geschlossen sind. Und das ist mein letztes Wort, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind eine Woche vor Landtagswahlen. Da muss eine Partei geschlossen und positiv gestimmt ihren Alltag bewältigen. Da ist keine Zeit für Kleinigkeiten und für andere Auseinandersetzungen. Lasst uns die Genossinnen und Genossen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt unterstützen. Treten wir als Brandenburger Linke geschlossen an die Seiten unserer wahlkämpfenden Genossinnen und Genossen, senden wir von diesem Parteitag ein positives Signal aus, das die Partei stärkt. In diesem Sinne herzlichen Dank.